Ich kann's echt nicht fassen, dass ich in meiner freien Woche ohne Kinder trotzdem morgens um 7 mit Wecker aufgestanden bin. Und das jeden Tag. Wegen dem Fliesenleger zuerst. Heute, weil ich jetzt gleich einen Arzttermin habe, der Fliesenleger kommt ja dann aber trotzdem heute nochmal. Mann, aber es geht. Es geht. Und es sind ja immer noch 1,5 Stunden mehr als mit den Kindern. Aber trotzdem, ich habe einen einzigen Tag habe ich ausgeschlafen und das war der Samstag. Oder der Freitag? Weiß gar nicht genau. Mann, krass. Naja, wie gesagt, mache ich jetzt erstmal los. Es geht mir sehr, sehr gut. Und ich mache jetzt erstmal los. Übrigens habe ich gestern Abend dann doch die Bachelorette geguckt. Also wir haben die zusammen geguckt und so ein bisschen die Männer bewertet und so. Es war eigentlich sehr cool. Und werde mal gucken, ob ich dann jetzt die zweite Folge sogar auch noch dann gucken werde. Ja, die haben wir noch voll mitbekommen, die Bachelorette. Genau. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Achso, genau. Das hatte ich ja gestern schon so ein bisschen erwähnt, dass ich bei weitem nicht das geschafft habe, was ich mir für die Woche so vorgenommen hatte. Und habe mir deswegen heute so einen richtigen Plan gemacht von Dingen, wirklich, die heute wirklich noch erledigt werden müssen. Also zum einen muss ich noch einen Auftrag fertig machen, zum anderen halt so Sachen einkaufen. Ich werde jetzt gleich einkaufen fahren. Ich möchte die Wohnung geputzt haben, dass ich das halt alles jetzt die ersten Tage, wo die Kinder dann wieder da sind, einfach nicht machen muss. Weil ich freue mich unglaublich auf die und ich bin gespannt, wie sie so drauf sind. Und dann will ich einfach ganz viel intensive Zeit mit ihnen verbringen können. Deswegen wasche ich heute auch noch 2 Maschinenwäsche und so, dass sowas alles erledigt ist. Und deswegen habe ich mir so einen Zeitplan gemacht, was ich heute wann alles wie noch so machen muss. Und habe mir überlegt, den Vlog hier werde ich noch ein bisschen ziehen. Also ich werde heute am Donnerstag vloggen und ich werde Freitag vloggen. Denn es gibt morgen noch so ein paar Dinge, die ich euch zeigen möchte, sagen möchte, erzählen möchte. Und ich will einfach mal versuchen, wie es ist zu vloggen, wenn die Kinder da sind. Wenn ich dann am Ende halt unglaublich viel rausschneiden muss, kann ich dann, ja, ich will es einfach mal ausprobieren. Und deswegen wird es dann quasi den letzten Daily Vlog am Samstag dann erst geben. Ihr seht ihn jetzt quasi am Samstag. Genau, so ist der Plan. Und mein Plan sagt, dass ich jetzt einkaufen fahren muss. Und nebenbei berate ich gerade mit Freundinnen, ich brauche noch ein Einweihungsgeschenk für morgen Abend. Irgendwas Cooles. Aber wir haben schon ein paar Ideen. Genau. Es gibt nichts Neues vom Voicer. Von dem gibt es noch nichts Neues. Und dafür gibt es schöne Dinge mit dem Mann. Aber ja, näher möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Ich habe schon wieder die letzten Tage viel zu viel erzählt. Habe ich schon gemerkt, ne? Da sind dann Leute, die der Meinung sind, da ihren Senf dazugeben zu müssen. Weil das natürlich nicht schön ist. Also es geht ja gar nicht, dass ich glücklich bin und mein Leben gerade geil finde. Also es geht überhaupt nicht. Das ist nicht der Plan dieser Menschen. Das geht nicht. So, ich war jetzt einkaufen. Ich habe gerade gekocht. Das wird heute mein Mittagessen, aber ich habe eine größere Menge gekocht. Oh, meine Haare gehen heute gar nicht. Guckt euch das mal an. Bin gestern mit nassen Haaren ins Bett gegangen. Sollte man einfach nicht tun. Oh, voll krass. Voll krass. Da muss halt noch mal was passieren. Also, ich habe gekocht und habe eine größere Menge gekocht, damit ich morgen nicht kochen muss, wenn die Kinder da sind, weil ich halt nicht weiß, wann die kommen und wie die so drauf sind. Dann habe ich das für morgen schon fertig. Und ich habe einen Auflauf gemacht. Und während der jetzt im Ofen ist und überbackt, werde ich die Zeit nutzen und eine Meditation machen. Das passt zeitlich sehr, sehr gut da rein. Und dann mache ich erstmal eine kleine Mittagspause. Die besteht aus Essen. Die besteht daraus, mir meinen nicht mehr so schönen Nagellack runterzumachen und die Nägel zu feilen, weil ich die heute Abend noch lackieren möchte. Dafür muss ich mir aber erst überlegen, was ich morgen Abend anziehe, damit der Nagellack passt. Das muss ich noch machen. Genau, so der Plan erstmal bisher. Und was ich machen möchte, ist, endlich dieses Buch fertig zu lesen, weil ich euch unbedingt das Buch zeigen möchte, was ich als nächstes dann anfange zu lesen. Und man fühlt sich nach so einer Meditation so krass erfrischt und gestärkt. Das ist so, 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 so gut. Und ja, viele von euch haben geäußert, dass sie da sehr, sehr gerne irgendwas von mir hätten. Oh, die Haare gehen gar nicht. Was ist das? So eine Anleitung, wenn es darum geht, um mit dem Meditieren zu beginnen.
Und das wird es geben. Ich strebe so Ende August an. Ich mache da auf jeden Fall was fertig. Gemacht. Ich treffe mich nämlich jetzt mit der Frau, die mich außerhalb meiner Familie am längsten kennt. Wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren ungefähr. So krass. Und sie ist freiwillig immer noch mit mir befreundet. Und ich wollte euch kurz zeigen, untenrum ist das Outfit, wie ihr es kennt, ne? Schwarze Leggings, ein schwarzer Rock. Und dann habe ich dieses Oberteil hier, dieses Top. Das ist auch von Yours Clothing mit Schmetterlingen, weil ich das ja so gerne mag. Und es ist relativ lang, das Top. Und da passt der tolle Blouson so schön dazu, von den Farben her. Und mittlerweile ist es ja wirklich schon so weit, dass ich weiß, was ich das letzte Mal erlebt habe und mit wem bei verschiedenen Oberteilen. Total crazy. Aber ja, wenn man sich an Dinge gerne erinnert, dann verbindet man das auch gerne mit dem Outfit. Ja, vor allem mit den Schuhen. Genau, ich mache jetzt los. Ich freue mich unglaublich, sie zu sehen. Meinen letzten Abend jetzt nochmal ohne die Kinder draußen zu verbringen. Und morgen sind sie dann endlich wieder da. Und ich gehe abends trotzdem weg. ja, also ich gehe morgen Abend auch weg. Aber meine andere beste Freundin passt auf die Kinder auf, von daher. Schönen Abend mit meiner Freundin. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber mein Balkon ist fertig. Ich zeig's euch mal. Also wir haben jetzt hier zwei schönere Stufen reinbekommen. Eigentlich sollte hier noch eine rein. Mal gucken. So. Und es ist so ein schönes Grau geworden. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und hier habe ich jetzt wieder meine Ecke hingestellt, die ihr ja schon ein bisschen kennt. Da sollen übrigens Kakteen rein. War mein Plan. So, und dann habe ich hier so eine Lichterkette. Die funktioniert aber leider nur mit Strom. Aber die hat ein recht langes, schönes, dünnes Kabel. Und deswegen hoffe ich, dass das da so mit der Tür funktioniert. Oder vielleicht hier rumgelegt, ne, dass man die dann nicht komplett schließt. Wenn man die halt dran hat, muss ich mir mal angucken. Genau. Und dann, hier bin ich noch nicht weiter, ne? Das ist gerade nur noch improvisiert, das ist noch improvisiert. Da hinten soll mein Basilikum rein. Genau, aber dann kann ich jetzt wenigstens endlich anfangen. Hier, das wurde auch schön gemacht, dass man sich hier drauflegen kann. Sehr schön. Sehr schön. Genau, und die Kinder kommen ungefähr eine halbe Stunde, also so gegen 11. Deswegen bin ich sehr, 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 sehr froh, dass ich das gestern wirklich so gemacht habe und Essen vorgekocht habe. Weil wir dann jetzt bestimmt erstmal ganz, ganz viel kuscheln werden. Was ich jetzt aber nochmal mache, ist die Katzen von meiner Schwester drüben noch zu versorgen. Dann freue ich mich so sehr, so, so sehr auf die Kinder. Wie ihr ja gestern schon gesehen habt, habe ich angefangen, ein neues Buch zu lesen. Also wenn das optisch nicht zu meinem Kanaldesign passt, dann weiß ich auch nicht. Und zwar, das ist Cat and Cole, die letzte Generation von Emily Suvada. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Ich zeige euch auch gleich, worum es geht. Und schon im ersten Kapitel erklärt sich auch die Farbe des Covers. Übrigens passt das farblich nur noch ein paar Monate zu meinem Kanal. Wir ändern zum Herbst nämlich das Kanaldesign. Das wird dann passend zur Homepage gemacht und natürlich an die neuen Bilder angepasst. Trotzdem finde ich das halt optisch einfach mal mega. So, ich lese euch mal ein bisschen vor, um was es geht. Krankheiten, Schönheitsmakel, körperliche Einschränkungen. Von der Erde gelöscht. Mensch und Technik sind verschmolzen. Jeder trägt ein Panel in sich, das den eigenen Körper perfektioniert, fast. Eine mörderische Seuche ist ausgebrochen und lediglich eine einzige Person auf der Welt ist fähig, diese aufzuhalten. Katerina Agata.
Cat ist die Tochter des legendären Genetikers Lachlan Egetta, der von einer zwielichtigen Organisation gekidnappt wurde. Seine letzte Bitte an Cat lautet: Halte dich versteckt, sie dürfen dich nie kriegen. Als Cole sie eines Tages aufspürt und ihr mitteilt, dass ihr Vater getötet wurde, scheint alle Hoffnung verloren. Doch Cole ist mehr als nur der Überbringer einer schlechten Nachricht. Er ist der Schlüssel zur Rettung der Menschheit. Gemeinsam kommen die geniale Hackerin Cat und der gentechnisch veränderte Cole einer Wahrheit näher, die grausamer ist als jedes tödliche Virus. Ich mag solche Bücher zwischendrin ja mal richtig, richtig gerne. Und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Die ersten Seiten haben mich schon sehr gefesselt und ich würde sagen, am Ende des Vlogs gebe ich euch dann nochmal eine kleine Review, wie mir das Buch so gefällt. Und für eine ausführliche Rezension könnt ihr gerne meinen Buchkanal Our Book Passion abonnieren. Der ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Achtung, ich bin super vorbildlich. Ich habe extra jetzt die Kinderzimmertür zugemacht, weil ich wusste, dass ich hier filme und man das sehen kann. Also die Kinder sind wieder da und das ist so, 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 so schön. Und die sind gefühlt, weiß ich nicht, 3 Jahre gealtert und 100 Meter gewachsen. Das ist so krass, wenn man die eine Woche nicht gesehen hat. Und so lange war es ja wirklich noch nie. Und ich bin echt super froh, dass ich das gestern mit dem Mittagessen so gemacht habe, dass ich das für heute vorgekocht habe. Jetzt habe ich das nämlich nur im Ofen warm gemacht und wir haben mal die ganze Zeit vorher gekuschelt, es wäre mir kaum von der Seite gewichen. Und jetzt essen wir schön und dann machen wir zusammen einen Mittagsschlaf. Ich habe mir überlegt, dass ich mich jetzt einfach, weil Mittagsschlaf ja bei uns gerade so ein bisschen so ein Thema ist und ich nicht weiß, wie es jetzt die Woche war, wir legen uns einfach alle ins Kinderzimmer. Ich habe da ja noch so eine Besuchermatratze quasi drin liegen und hören uns eine CD an. Ich habe eine neue Pippi Langstrumpf-CD und wer einschläft, schläft ein und wer nicht, der halt nicht. Und dann treffen wir heute Nachmittag unsere BFFs. Also den besten Freund meiner Kinder und meine beste Freundin. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann heute Abend gehe ich ja noch auf eine Feier und da muss ich euch dann das Geschenk zeigen, wenn ich das fertig habe. Ein Geschenk für einen Mann, das ist ja immer nicht so einfach. Und das zeige ich euch heute Abend gerne, was ich da Cooles im Internet gefunden habe. So, ich wollte euch gerne noch schnell, ich muss ein bisschen leise reden, weil die Kinder schon schlafen, das Geschenk zeigen. Und zwar, wir fangen mit der Gebrauchsanweisung an. Das habe ich im Internet gefunden. Und zwar erstens, bequeme Hose anziehen, auf dem Sofa bequem machen, die kühle Blonde aufreißen und vernaschen. Das ist die kühle Blonde. Dann die Pflegespülung anwenden. Die haben wir hier. Dann 10 Minuten dösen. Bei Bedarf die Körperpille einnehmen, die Katerpille einnehmen. Das ist das hier. Und dann finde ich eigentlich das Geilste am ganzen Ding. Bei Risiken und Nebenwirkungen MacGyver Überlebenskit. Und das hier ist das MacGyver Überlebenskit. Das ist ein Kugelschreiber, ein Wattestäbchen und da kommt jetzt noch ein Luftballon mit dazu. Und ja, dann wird das alles schön verpackt. So, ich gönne mir jetzt noch ein bisschen. Ich will noch ein Glas Wasser mit Zitronen stehen. Dann werde ich mir die hier gleich drauf machen und weiter in dem tollen Buch lesen. Also es ist wirklich richtig, richtig schön. Ich brauchte auch mal wieder ein Buch, wo du so richtig drin abtauchen kannst, so richtig drin aufgehen kannst, wo du so richtig dann in der Geschichte bist und alles um dich herum vergisst. Solche Bücher liebe ich. Sowas braucht es ab und an und Cat & Cole ist so ein Buch und ich bin schon total bei Cat. Also ich bin schon total bei ihr. Ich kann mich schon total so mit ihr identifizieren. Das ist richtig, richtig toll. Es ist auch eine super interessante Geschichte, einfach so vom Blickwinkel mal zu sehen, okay, wie wäre das denn, wenn wir alle durch zig Apps die ganze Zeit eigentlich optimiert werden würden. Und bei Cat funktioniert das übrigens nicht. Die hat so eine Anomalie, sage ich jetzt einfach mal, und ist anders als alle anderen Menschen. Das ist ja immer gut, damit kann man sie ja immer sofort identifizieren. Und ja, diese perfekte Menschheit, diese perfekte Welt geht halt jetzt einfach oder ist den Bach runtergegangen durch diesen Virus, der da plötzlich entstanden ist. Und ich mag das. Ich lese sowas immer mal wieder gern und das ist halt wirklich sowas, wo ihr absolut drin abtauchen könnt in die Geschichte. Das ist einfach so das Beste einfach. Und wenn ich das Buch dann zu Ende gelesen habe und ihr eine ausführliche Rezension sehen wollt, dann wie gesagt gerne auf meinem Buchkanal Our Book Passion. Und damit beende ich meine Daily Vlogs. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Danke für
die ganzen, ja, für alle, die sich das immer angesehen haben, jetzt die ganzen Tage kommentiert haben, geliked haben. Es war wirklich sehr, 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 sehr schön. Und jetzt mache ich aber erstmal eine kleine Videopause. Und Ende des Monats geht es dann weiter. Bis dann. Tschüss.